Moin Moin, du möchtest dich im taktischen Bereich weiterbilden? Dann sichere dir jetzt meinen kostenlosen Taktik-Grundkurs. Den habe ich dir hier in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt viel Spaß mit dem Video! Moin Moin, ich bin Malte von Handballhacks und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dich als Handballtrainer aufs nächste Level zu bringen. Und heute habe ich dir einen Spielzug vorbereitet, der besonders effektiv ist, wenn du sehr starke Außenspieler hast und gegen eine 6-0-Deckung spielst. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Als gegnerische Deckung haben wir hier jetzt eine 6-0-Deckung. Der Kreisläufer ist hier zwischen 2 und 3 positioniert. Der Ball wird ein bisschen rumgespielt, so wie es immer im Spiel passiert. Und auf Signal kommt der Kreisläufer dann herausgetreten, wenn der Ball auf Rückraummitte ankommt und wird hier, ups, falsch erwischt, kommt hier rausgetreten und wird hier vom Rückraummitte angespielt. Und in dem Moment, wo der Kreisläufer rausgetreten kommt, ist der Linksaußen schon etwas vorher los. Das heißt, der Linksaußen weiß Bescheid. Rückraummitte bekommt den Ball. Linksaußen weiß schon Bescheid, geht schon ein bisschen hoch. Kreisläufer tritt vor, um in genau dem richtigen Timing, wenn der Kreisläufer vortritt, ja, um kurze Zeit später den Ball hier vom Kreisläufer rauszubekommen. Ja, die Abwehr ist hier vermutlich schon ein bisschen vorgekommen. Und jetzt ist es die Aufgabe vom Außen, der rumkommt, hier zwischen anzugreifen, ja, zwischen 3 und 4 anzugreifen. Der Rückraummitte hat in der Zeit schon ein bisschen nach rechts verlagert. Und jetzt möchten wir hier klassisches Abräumen spielen, je nachdem, wie die Abwehr reagiert. Wir haben nämlich jetzt durch das Hochkommen um den Kreislauf herum in der 6-0-Deckung, haben wir es geschafft, dass dieser Außen für einen kurzen Moment keinen Gegenspieler hat, weil die so schnell mit einem vortretenden Kreisläufer das jetzt nicht ausgleichen können, dass dieser hier auf einmal den halben deckt und der hier bleibt und dieser hier sich rüberzieht. Das klappt in der Absprache im Normalfall nicht. Und das heißt, hier wird geguckt, dass er hier erst hier reinstößt, den Vierer, den Innenblock zu sich zieht und dann wird ganz klassisch nach außen abgeräumt und sobald einer durch ist, sobald einer frei ist, wird aufs Tor geworfen. Wenn die hier schön zuschieben, wird der Ball einfach immer weitergegeben. Vierer geht auch breit. Hier und dann ist am Ende der Außen frei. Ab hier ist dann einfach nur noch Entscheidungstraining, Entscheidungsspiel quasi, wer wirft. Wichtig ist, dass wir hier im passenden Timing, wenn der Kreisläufer raustritt, großer Bogen, dann hier aggressiv reintreten und der Rückraummittelmann ein bisschen verlagert hat, sodass der Innenblock ein bisschen nach rechts kommt und dann haben wir hier einfache Überzahl, die wir ausspielen können. Ja, weil das hier im Normalfall so schnell nicht nach hier verteidigt wird. Viele weitere Videos und spannende Inhalte rund um den Handball findest du auf meiner Homepage www.handball-hex.com. Mach's gut, ciao!